Kaum ein Spieler aus der jetzigen Hamburger Mannschaft hat den HSV so in seinem Kopf wie Gotoku Sakai. Der 27-jährige Japaner trat dafür sogar aus den Samurai Blue, der japanischen Nationalmannschaft, aus und bekannte sich auch in der zweiten Liga zu den Hanseaten. Zudem hat Sakai nun verraten, wie er um Luis Holtby und Aaron Hunt kämpfte. Sakai ist ein wahrer Routinier in der Abwehr. Vielseitig einsetzbar, kickt der stille Rechtsfuß beim HSV seit 2015 auf jeder erdenklichen Abwehrposition. Damals kam Sakai vom VfB Stuttgart für die geringe Summe von 700.000 Euro und war in jeder Saison festgesetzt. Der Japaner dachte beim Abstieg der Rothosen nicht daran, zu einem anderen Verein zu wechseln. Der HSV bedeutet ihm sogar so viel, dass er nach der WM seinen Rücktritt von der japanischen Nationalmannschaft bekannt gab. Damit war er nicht der Einzige, da auch Makoto Hasebe und Keisuke Honda den Samurai Blue den Rücken kehrten. Der Grund dafür war relativ simpel: Reisestress. Die Japaner müssen dafür teils von Deutschland bis nach Japan 11 Stunden im Flugzeug sitzen, nur um dann wieder weiterzureisen. Sakai mit den Samurai Blue nach dem WM aus. Zudem wird er in Hamburg von Christian Titz als eine Art Silent Leader gesehen. Der Mopo erklärte Sakai, dass er sich regelmäßig mit jungen Spielern austausche und eine Art Mentorenrolle einnimmt. So gab er Tatsuya Ito Tipps, bei der Nationalmannschaft zu bestehen. Ganz besonders setzte der Japaner sich aber bei Holtby und Hunt ein. Der Mopo erläuterte Sakai, dass er mit den beiden in regelmäßigem Kontakt stand und sie ermutigte, in der zweiten Liga beim HSV zu bleiben. In Hunt und Holtby sieht er zwei Spieler, die den Unterschied machen können. Aaron Hunt feiert seinen 1:0 Führungstreffer gegen Arminia Bielefeldes, ist also auch dem stillen Japaner zu verdanken, dass die Hamburger zwei ihrer wichtigsten Spieler halten konnten. Sollte es so mit dem HSV weitergehen, könnte man die Rothosen bald vielleicht wieder in der ersten Liga sehen.